Hallo ihr Lieben, ja, ich habe heute wieder ein Kooperationspaket. Ja, ich hatte es gesehen bei einer lieben YouTube-Kollegin, und zwar Leo Bella und der Vicky. Und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, wenn ich eine Kooperationsanfrage bekomme, dann werde ich mal schauen, ob man das dort auch hat. Und da das Budget natürlich ein bisschen mehr war, habe ich mir noch etwas anderes dazu bestellt. Ich habe diese Produkte von Seven Great. Es gibt auch einen Rabattcode 10% und zwar STICK 10 off. Schreibe ich aber alles in die Infobox. Ich habe jetzt schon mal aufgemacht, weil ich liebe zwar knistern, aber muss ja nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist auch noch mal eingeknistert hier drin. So, und zwar habe ich mich für diese Magnettafel entschieden, weil ich habe ja auf meinem Platz, wo ich sticke, wartet mal, nur eine geringe Fläche und dachte mir, weil man nicht richtig liest, dass es kleiner ist. So. Alle auf und alle wach. So, dann schauen wir doch mal. Und zwar hatte ich mir das in so einem grauen Ton bestellt. Muss mal schauen, das ist hier zum Anklipsen. Also von der Sache her finde ich das schön, weil ich ja hier diese, wie heißt das? Diese Stickvorlagen habe. Ach, das kann man einfach bloß hier drauf machen. Ach, okay, na, das ist ja super. Weil ich sehr gerne, gerade bei meinen Perlenbildern, kann man das natürlich noch anbringen. Ich zeige euch das mal. Hier hinten ist ein Ständer, ne? Kann man hier so variabel platzieren. Das mache ich jetzt mal weg hier, das stört. Ja, das finde ich toll. Das steht dann hier so. Gut, nimmt doch gar nicht so viel Platz weg. Das ist gut auf meinem kleinen Tisch. Also finde ich persönlich sehr schön. Weil ich habe ja diese eine Rille an meinem Tisch, aber da fällt das ständig runter und so kann ich das wunderschön machen. Ja, hier ist auch alles nochmal beschrieben. Kann man noch einen Stift, gut, das ist, wenn man jetzt noch Text hat, was man vielleicht korrigieren muss oder irgendwie sowas. Wir brauchen das ja hier nicht für unser Hobby. Ja. Wunderbar. Also da freue ich mich sehr, dass ich das habe. Ich weiß ja nicht, ob ihr. Macht ihr das auch? Ich lege es mal jetzt hier. Habt ihr auch ein Stativ oder wie macht ihr das? Und dann habe ich mir zwei Stickprojekte ausgesucht. Wollte ich eigentlich nicht. Aber ich habe dann gesehen, das ist wieder irgendwas so nach meinem Geschmack, ne? Und es sind schmale Teile. Hier geht's auf. Wartet mal. So, ich habe die beiden Sachen mal so weitestgehend ausgepackt. Und zwar sind das hier, ich zeige euch erstmal das Bild von dem einen. Also ich bin echt gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut rüberkommt. Guck mal. Oder ich zeige es mal hier. So wird es aussehen. Das ist ein, ja, so ein Banner, wenn man so will. Ein schmales Stickbild. Und das ist das hier. Ich krieg's gar nicht so drauf. Und das hat mir so gefallen. Das ist 14 mal 69.
kann nicht sein. Ach so, 14 cm mal 69 cm, 38 in der Breite und 277 in der Länge. Also ich bin wirklich gespannt. Also ja, man sieht es hier nicht so deutlich. Also ich bin mal wirklich gespannt, aber ich habe mir gedacht, okay, gerade gibt es natürlich, oder es gibt viele, die sagen, ich möchte mal so ein kleines Bild probieren. Es gibt drei in der Sorte. Das Budget wäre zwar jetzt noch für das dritte gewesen, aber ich habe mir gesagt, ach komm, das brauchst du nicht, ne? Das brauchst du nicht. Und hier, das sind Rosen. Das sind Rosen. Ja, also 45 Farben, also es ist schon für so ein kleines Bild hier eine ganze, ganze Menge. Also da bin ich wirklich gespannt. Also so wird es natürlich nicht rüberkommen, ne? So kommt das sicherlich nicht rüber. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich werde mal eins der beiden ansticken. Oder überhaupt dann sticken. Eigentlich beide. Ich muss bloß gucken, das gehörte hier hin. Dann ist hier ein Toolkit mit Nadeln, verschiedene. Das ist 11 Count. Schlüsselring, also so ein Ring nutze ich gar nicht. Und den Einfädler. Und es sind dann hier diese Farben auf diesem kleinen Teilchen hier. Ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich kann sie mir ja dann, wenn man unterwegs ist oder so, kann man sagen, okay, man nimmt nur eins und dann stickt das. Ich werde wahrscheinlich auch Farbe für Farbe sticken oder zumindest einen Bereich. Also ich werde hier nichts parken. Das sind dann hier diese Farben. Also von den Farben finde ich es halt sehr schön, aber ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man es stickt, ne? Der Hintergrund, ja, das ist klar. Aber dann so, ob die Rosen auch wirklich so rauskommen, möchte ich bezweifeln, aber ich werde es für euch testen, dass wir das mal hier uns anschauen können, wie es aussieht. Ja, diese beiden Bilder habe ich mir ausgesucht. Und dann halt, wie gesagt, dieses Board hier. Paper Holder heißt das. Paper Holder. Also da freue ich mich am meisten, weil dann kann ich das richtig schön anknipsen. Kann dann abstreichen. Ja. Sieht auch wirklich sehr gut aus. Klar, es ist Plastik. Aber es macht wirklich einen hochwertigen Eindruck hier, für mich zumindest. Ja. Mal hinstellen. Wackelt auch nicht. Nee. Tu das mal hierher. Ja, und dann kann ich dann, wenn ich sticke, dann hier schön immer auf meiner. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in der Zeile verrutscht und vielleicht nochmal doppelt stickt oder sowas, ja. Also ich nutze das wirklich nur für Perlen, weil da sticke ich Reihe für Reihe. Ansonsten nehme ich ja das Cross Country, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr zu diesen kleinen Bildern sagt. Also interessant wäre es. Und wir schauen einfach mal, wie es rüberkommt. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, könnt ihr gerne meinen Rabattcode auch für andere Sachen verwenden. Dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Stickliesel.